Also, kann ich dir helfen? Ja, du kannst schon beginnen, die Storage Hopper aufzubauen. Im Abstand 1. Ja, so wie es da jetzt schon stehen, die Reihe. Ja. Okay. Aber noch nicht verbinden. Nicht, dass die Kohle, weil wir wollen ja die Kohle, die wir da jetzt aufnehmen, dass wir die händisch wieder reinbringen. Was tue ich mit 50.000 Kohle in mein Inventar? Ja, stimmt. Gut. Dann machen wir hier eine Reihe. So. Ich glaube, hier wäre irgendwas mit 80.000 Enriched Coal. 80.000? Ja, dann kannst du schon mal nachher beginnen zum. 80.000. Okay, genau. Nein, da habe ich viel weniger. Ja, ich war so erfreut, dass die Produktion funktioniert. Wenn du genug Storage Hopper hast, könntest du da sogar, wenn die dann voll ist, die erste Reihe, sogar zweite Reihe drauf zimmern. Oben, on top. Auf die drauf, ja. Aber erst, wenn wir es dann angeschlossen haben. Okay. Also wenn die unten voll ist, so angeschlossen und nicht, weil sonst befüllt es ja mit der, die produziert wird. Ja, Zinn habe ich ja schon wieder nachgelegt, die zweite Leitung. Es wird schon passen. Also Eisen, Zinn wird fleißig produziert. Da kann ich ja genug Storage Hopper basteln. Mhm. Ja, zeitlang war Zinn unsere Problemressource. Jetzt ist es ehrlich gesagt Nickel-Titanium, weil wir eben diese Blöcke brauchen, den harten Maschinenblock, den Elliot-Block, und ich glaube, dass auch dieser Advanced Maschinenblock wieder auf diese Materialien zugreift, beziehungsweise halt Elliot oder harten Maschinenblock weiterverarbeitet. Und da gehen Unmengen drauf. Okay. Also er braucht, glaube ich, schon mal 8 oder 16 für einen Hardened Machine Block von Nickel und von Titanium. Abartig, ja. Und braucht dann 16 so Blöcke plus 16 Goldbahnen für einen Elliot Block. Gut. Das ist halt, ja, massiv. Heftig. So, jetzt werden wir das da wegnehmen müssen. Die untere Reihe. Mal komplett. Das, wie viele solche Reihen gehören aufgestellt? Bis rüber, bis zur nächsten Kante. Nein, nicht bis zur Außenkante, sondern ja, da, wo ich gerade stehe. Wo steht es? Da steht. Ah ja, die schmale. Gut, kenne ich aus. So, okay. Jetzt legen wir sich da diesen neuen rein und beginnen den einmal aufzubauen. Und zwar. Da haben wir die erste, da haben wir die erste Reihe mit zwei Abstand, okay. Zwei Abstand, zack, eins, zwei. Es ruckelt da rum, ist schon so viel. Ich habe einen netten Zuseher, der mich gefragt hat, warum wir denn so groß bauen. Ah ja, 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 ja. Ja, ich habe ihm geantwortet, wir sammeln gern und bunkern gern. Anduin hat sich das angesehen, was dann noch alles auf uns zukommt, und er hat gemeint, wir haben zu klein gebaut. Es wird relativ knapp werden, ja. Also wir kommen bei unseren Zuleitungen und so weiter. Ich bin gespannt, ja, wenn wir wirklich alles dann... Kommen wir sehr an die Grenze. Okay, wir werden sehen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie... Ja, wie schnell man halt die jeweiligen Sachen erstellen will, aber ich hätte ja gerne irgendwann, dass die Produktionen einfach immer ständig konstant laufen, ohne dass auf irgendeinen Block gewartet werden muss. Dass Reserven da sind, Pufferzonen. Ja, genau. Das bedeutet, wir bräuchten so eine riesen Bahnproduktion, zum Beispiel alleine bei Nickel und Titanium, dass wir 16 Produktionsstellen versorgen können, wo nur der Hardened Machine Block entsteht, weil, wie gesagt, wir brauchen ja 16 von dem, damit wir einen Elliot Block erstellen. Ne? Der wiederum. Und damit der konstant läuft, müssten konstant immer wieder 16 Hardened Machine Blocks nachkommen. Ne? Mhm. Und ich habe ja vorhin auch erzählt, wie es ist für diese Batterieerzeugung, für diese Akkuerzeugung.
diese Produktionen, was wir da benötigen. Und das gilt eigentlich für alle Produktionsketten, dass wenn du dann den obersten Teil produzieren willst, dass du Tausende von der ersten Variante praktisch brauchst. Ja. Oder Tausende von Bahnen. Ja. Die Batterien selbst brauchen dann natürlich nicht so viele Ressourcen, aber die Produktionsstelle praktisch. Ja. Okay, also es ist ein riesiges Delta. Die baut man halt auch nur einmal, klar, diese Produktionsstelle, aber zum Beispiel bei diesen Advanced Machine Blocks und so, die brauchen wir laufend, diese Blöcke, und auch da gehen viele Ressourcen einfach weg. Gell? Und ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen, dass die Produktionen ständig am Laufen sind, also dass man praktisch so viele... Ganz ehrlich, ich zweifle daran. ...so viele Bahnen und Erze fördern, dass alles konstant läuft. Also das wäre das große Ziel, ob wir das schaffen. Ja, man darf gespannt sein. So, die stellen wir jetzt alle natürlich auf Add-Only wieder, weil die sollen ja nur zur Maschine abgeben. Und wenn sie nur abgeben sollen, dann stellen wir Remove-Only ein, ne? Nicht Add-Only. Andrin. Wo hast du deinen Kopf? Denken beim Arbeiten. So. Nächste Reihe. Ich hoffe mal, dass die, was wir da jetzt aufstellen, dass die Energie reicht, dass diesen kleinen Power Storage Blöcken, die ich aufgestellt habe, die nächstgrößeren hätte ich wahrscheinlich auch noch in der Anzahl. Diese andere müsste dann erst konstruieren. Wie gesagt, das Lager ist abgebaut, also ihr habt das jetzt gesehen, Dieb und ich haben die Kohle abgebaut und jetzt tickt die Zeit. Also es beginnt jetzt unsere Energie. Läuft ja weiter die Energieversorgung, und es beginnt jetzt dieses Lager, was da oben ist, das beginnt sich jetzt zu leeren. Und sobald diese Storage Hopper da oben leer werden und da der innere Kreis beginnt, sämtliche Produktion einzubrechen. Yep. Noch dazu, wir haben die ganze Abwehranlage und dran. Die Abwehranlage, ne? Genau. So, dann kommt da Storage Hopper her, und zwar die kriegen jetzt natürlich nur Add-Only. Ich fülle die gleich immer wieder. Bitte, ja. Wenn du alles voll hast, alles auf Rot ist und alle Storage Hopper stehen, dann können wir beginnen, die Pipes zum Aufbauen. Okay. So, wir sind bei 29 Minuten. Eine Stunde circa sollte das Lager halten. Na Gott sei Dank haben wir noch jede Menge Kohle, das produziert wird. Ja, wir können dazwischen natürlich händisch da angereicherte Kohle reinschaufeln. Es wird dann auch interessant, wenn dann die neue Kohle in den Kreislauf eingespeist wird, ob er davor die alte praktisch leer sagt, die als erstes reingekommen ist, oder ob sie dann parallel in den Kreislauf herumfleuchen. Ich kann das echt nicht sagen. Im schlimmsten Fall werde ich dann einmal alles ausräumen. Also ja. die normale angereicherte praktisch. Offline dann einmal durchschauen. Genau. So, da darf jetzt kein Fehler passieren, sonst. So, ich stelle die letzte Reihe an Storage Hopper auf. Und wenn die voll ist, das du gleich mit Pipes dann verbinden. Sobald das voll ist, ja, du kannst dann da natürlich die Storage Hopper dann noch füllen, die vor der Maschine stehen. Ah ja, mache ich. Damit die mal loslaufen, ne? Genau. So. Natürlich. Ich baue dann da schon mal die Pipes auf. So. Oh. Pipe falsch gesetzt.
Ja, wir haben leider da in, vor allem da in der Nähe, wo halt die Kohle und das ist und unsere ganze Produktion da oben, man merkt es glaube ich beim Bauen und auch beim Bild vom Video, die Frames sind nicht mehr allzu großartig. Also wir kämpfen da jetzt mit, ja, mit 20 Frames, es bricht teilweise auf 15 runter ein. Liegt aber nicht an, an unserer Hardware, sondern einfach das, das Game schafft nicht mehr mehr. Ja, weil einfach extrem viel läuft und berechnet wird, ne? Es ist, mir kommt da vor, das ist generell ein Problem bei all diesen Survival-Games wie Minecraft und so weiter, wo man Material farmt, sobald man zum Beispiel in Minecraft ein Kistenlager hat und das befüllt ist. Ja, das automatische Lager, das wir gebaut haben, ne? Das, die Software, also das Game, die Engine dürfte anscheinend wirklich immer jedes Teil berechnen, sobald du in die Nähe kommst. Also auch jedes Item, was da irgendwie drinnen ist. Weil man sieht es eben auch beim Minecraft, sobald der Kistenlager entsteht, es geht noch halbwegs das Kistenlager. Mhm. Wenn man dann beginnt, es zu beschriften und Items anzuhängen, wird schon heftig. Und sobald man beginnt, die Kisten zu befüllen, bricht es ein. Und so ist es hier jetzt auch. Also seit wir begonnen haben, die Lager da aufzubauen und seit sich die befüllen mit Bahnen und da halt mit der Kohle und so weiter, beginnt es zusehends, dass die Frames einbrechen. So, ich fülle da jetzt einmal angereicherte Kohle nach, weil ich traue dem nicht, dass sie das... Wo? Okay. Ja, ist noch nicht sehr viel, was er da reinkriegt. So. So, ich bin gleich durch. Ich... Ups, wo gehöre ich hin? Da. So. Ich befülle die Maschinen. Also die Hopper vor den Maschinen. Jupp. Die Storage Hopper sind aber nicht voll. Ja, weil sie sich verteilt, aber... Ah, okay. Ja, ein paar rutschen halt nicht mehr nach. Ne? Gut, dann kriege ich wenigstens auch noch einzelne weg. Aber nur noch einzelne. Ja, stimmt. Ja, bin ich gespannt, wie die Kohle ausschaut, die dann rauskommt. Und ob die dann auch grün verpufft, so wie die angereicherte. Ich glaube, dass die blau ist. Puh, das ist sehr giftig. Könnte man es vorstellen wegen diesen Crystal Clocks. Okay. Was da alles, was mit Crystal Deposit zu tun hat, ist ja blau. Wow. Mhm. Ja, 5 Frames gerade, wenn ich da ins Zentrum schaue. So, na dann lege ich Pipes dazwischen. Mhm. Wow, ja, es ruckelt ein Mörder. Na Gott sei Dank haben wir 547. Okay, ja, die schaut ja sehr giftig aus, die Kohle. Ich werde da mal in das reinsehen. Na, das ist die gleiche Kohle, nur in grün. Ah, okay. Und das geht relativ flott, würde ich sagen. Ja. Freude, es wird wieder was vergiftet und produziert. So, gleich haben wir die Storage Hopper da alle voll. Es geht nicht Richtung Zentrum schauen und das befüllen, das geht nicht. No. Da habe ich 7 Frames. So, Zinn habe ich Zuleitung gelegt,
Wenn das fertig ist, fange ich mit dem Häuschen für den Haifern. Also vorbereitet habe ich schon, aber fertig ausbauen. Ja, da braucht man dann auch Zuleitung bzw. Abwehranlage, ne? Jupp. Okay. Gut. So, ich werde jetzt hier hinten die Pipes wieder gerade stellen, dass das fließen kann, gell? Jetzt kann man es, ja. Weil. So. Mit zwei Abstand und dann. Es flutscht. Müssen wir da eigentlich schon mit zwei Abstand. Genau. Und dann beginnen wir hier schon. So. Okay, da stimmt. Achso, Blödsinn. Hm? Naja. Das falsche Aufbaut. Wir müssen da eigentlich schon nach unten, ne? Wo denn, wie denn, was denn? So viel. So, aber dann können die nämlich hinten wieder produzieren. Sehr schön, sehr schön. Jetzt schauen wir uns das schnell an, dass ich da keine Fehler mache. Ja, genau. Da ist der Knick. So. Da ist der Kreuzungspunkt. Das heißt, wir haben da dann so ein Rohr. Wir haben da so eines. Wir haben es da so. Ja, genau. So. Macht eigentlich das da keinen Sinn, das brauchen wir da nicht. Das kann ich nehmen. So, jetzt darf ich von der neuen Kohle nämlich auch was erinnern. Schauen wir uns das mal kurz an, dass man es da sieht. Ja, er leuchtet grün. Giftig. Giftig auf jeden Fall, genau. Es wird umso hochwertiger, umso giftiger. Schaut sehr ähnlich dem Block aus, der beim Hive-Mind entsteht, wenn man abbaut. Mhm. Also nicht vom Item her, sondern wenn er da so als Block durch die Pipes schwirrt. Ja, stimmt. Das Soft Resin, ne? Genau. Hast du Soft Resin? Ja, ja, ja. Ah, nein, ich glaube, das Soft Resin ist das, was man von den Wasps abbaut. Ja, vor die stimmt. Heißt halt anders. Nein, ich hab da gerade. Auf alle Fälle halt das Hardendressin, was dann schon behandelt ist, dass man es abbauen kann. Genau. Der Block, der da. Ah ja, steht. Da gehört ja Leitung rüber auch und der Lager. Jo. Da haben wir gesagt, glaube ich, machen wir im 10. Geschoss unten, weil da ist die direkte Zuleitung von drüben, ne? Ja. Mhm. Ist, glaube ich, am geschicktesten. Es ist, ich glaube, zwei Blöcke ist höher oder so. Kann man ja anheben und alles ausheben. Ja. So.
Und dann ist da die Kreuzung praktisch. Also da gehen wir jetzt immer nach links und also nach Osten und nach Süden, genau. So war's. Weg mit dir, Schleimi. Gut, das heißt, wir können jetzt in der Reihe schon mal so, 2, 3 noch Richtung Süden gehen. Damit liefern jetzt alle von diesen Crystal Coal Enricher, Infuser glaube ich heißen es, liefern jetzt schon einmal da in diese Versorgung. Das heißt, wir sind wieder abgesichert. So. Und das müssen wir jetzt mit dem da oben verbinden und das werden wir da machen. Wir hängen da oben zwei so Rohre an, bauen sich da nach oben. Ach. Gleich habe ich es. Gleich ist alles angeschlossen. Stellen da drauf einen. Meine Pipes schwinden. So, da hätte da eine Rohre gehört, oder? Da ist ja praktisch der Block. Ah, der Storage Hub. So, jetzt sind wir eins zu niedrig. Zack. Zack. Ja. Man glaubt immer, dass so. Ah, da oben ist er. Jede Menge erstellt hat. Ja, alles zusammenhängen wieder. Mhm. So. Ja, und das geht ratzfatz und weg ist das Zeug, ne? Das müsste jetzt so reinliefern, wenn ich da keinen Fehler gemacht habe. Mhm.